wenn man von den sportlichen Buben träumt, dann will man immer Fußball-Weltmeister oder Olympiasieger werden. Und ich glaube, so Bubenträume von den Autos, das war bei mir immer so die Marke Maserati. Es matcht extrem, nicht nur auf dem menschlichen her. Also die Leute, die bei Maserati Schweiz arbeiten, sind zum einen sehr sportlich. Sie machen an der Tortur mitmachen, am verrücktesten Velorennen, die es in der Schweiz gibt. Und wir Ruder sind ja eigentlich auch ein bisschen verrückt. Wir trainieren dreimal am Tag. Am Morgen um 6 Uhr ist das erste Training. Und natürlich, unsere Ruderboote, als auch die Autos von Maserati, sind da elegant nicht zu übertreffen. Wenn ich mit dem Auto mein Ruderboot transportiere, dann ist natürlich schon ein bisschen schief angeschaut worden, wo plötzlich so eine Levante, ein 15 Meter langes Boot auf dem Dachträger transportiert worden ist. Der Rudersport ist mit Dynamik, Exzellenz und vor allem harter Arbeit verbunden. Und Maserati ist auch ein Auto, das extrem präzise arbeitet. Und ich glaube, das beste Auto der Welt mit dem Ruder-Olympiasieger, das matcht.